Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu Thiele Schalke, unsere kleine Talkshow über den FC Schalke 04. Und heute geht es über ein Thema, was sich viele von euch auch schon gewünscht haben und was ich noch mal ein bisschen verfeinert habe. Denn es geht um Neuzugänge, die im Sommer kommen könnten. Aber vor allen Dingen geht es um günstige Spieler, die Schalke 04 aber trotzdem weiterhelfen. Denn wir wissen ja alle, Schalke ist finanziell aktuell nicht wirklich gut aufgestellt. Das liegt natürlich an Corona, aber auch in den letzten Jahren, wo schlecht fair und gekauft wurde. Deswegen kann man nicht alles nur auf die aktuelle Situation schieben. Aber Fakt ist, im Sommer hat Schalke nicht wirklich viel Geld zur Verfügung. Wir reden vielleicht von 5 bis 10 Millionen, was Schalke an Budget hat, wenn überhaupt. Das ist wirklich aktuell sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Aber Fakt ist, Schalke könnte neue Spieler gebrauchen. Das liegt an zwei Faktoren. Erreicht man die Europa League oder nicht? Wenn man die Europa League erreicht, muss man den Kader auf jeden Fall nochmal verbreitern, verbessern mit 2, 3 Spielern. Erreicht man die Europa League, hat man natürlich auch das Argument auf seiner Seite, um gewisse Spieler zu überzeugen, dass man halt eben europäisch spielt. Erreicht man die Europa League nicht, braucht man aber vielleicht trotzdem neue Spieler, denn auch der Faktor Abgänge spielt natürlich eine Rolle, vor allen Dingen auch anhand der Leihspieler wie Todi Bo, wie Jonjo Kenny, aber auch auslaufende Verträge wie bei Caligiuri oder Stamboli spielen eine gewisse Rolle. Wenn man Spieler abgibt, wird man auf jeden Fall auch neue Spieler holen müssen und genau darüber sprechen wir heute, über 7 Spieler, über 7 Positionen natürlich auch, die Schalke 04 nahezu ablösefrei weiterhelfen werden. Und beginnen tun wir mit der Rechtsverteidigerposition. Da haben wir aktuell bei Schalke 04 im Kader Caligiuri, der durchaus eben auch auf der Position spielen kann, und Jonjo Kenny, der das in diesem Jahr mega stark macht. Es sieht aber schon danach aus, dass Jonjo Kenny nicht zu halten ist, sprich er zurück zum FC Everton geht, und auch bei Caligiuri ist eine Vertragsverlängerung zumindest noch nicht gesichert. Es sieht aktuell schon nochmal danach aus, dass man auf jeden Fall verhandeln wird und dass man sich sicherlich auch einigen kann. Sollte das geschehen, ist das gut. Sollte Kenny aber gehen, braucht man schon auch einen neuen Stammrechtsverteidiger und im besten Fall auch wirklich einen, der die nächsten 3, 4 Jahre dort Schalke 04 vertreten kann. Dort habe ich mir 3 Kandidaten rausgesucht. Der erste wäre Benjamin Henrichs. Ihr kennt ihn sicherlich noch alle aus seinen Leverkusener Zeiten in der Fußball-Bundesliga. Mittlerweile spielt er ja bei der AS Monaco. Viele deutsche Clubs wurden schon mit ihm in Verbindung gebracht und vielleicht denkt ihr gerade, ist er nicht vielleicht ein bisschen zu groß für Schalke? Finde ich nicht. Natürlich wurden Summen gehandelt im letzten Sommer, vor allen Dingen auch als Bayern Interesse hatte, um die 25 Millionen, die natürlich nicht zu stemmen sind. Aber durch die aktuelle Situation, durch auch seine persönliche Situation, wird das sicherlich nicht mehr der Fall sein, diese Ablösesumme von 25 Millionen Euro. Er stand in dieser Saison nur 15 Mal auf dem Platz. Zwar hat sich seine Lage mittlerweile unter dem neuen Trainer verbessert, aber so richtig durchsetzen konnte er sich trotzdem noch nicht bei der AS Monaco. Er hat einen 12 Millionen Marktwert. Sprich, er wäre relativ teuer, marktwertgerecht könnte Schalke nicht bezahlen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dort vielleicht eine Leihe plus Kaufoption eine durchaus mögliche Variante wäre. Natürlich gibt es auch starke Konkurrenz. Leipzig wurde immer wieder genannt, auch Werder Bremen wurde mal genannt. Auch die Bayern wurden mal genannt. Also ich denke mal, vor allen Dingen RB Leipzig spielt sicherlich nochmal eine Rolle in möglichen Verhandlungen im Sommer. Fakt ist, Henrichs ist immer noch nicht wirklich glücklich in Monaco, konnte sich immer noch nicht wirklich durchsetzen. Sollte Schalke europäisch spielen, hat man sicherlich auch gute Karten, Henrichs zu überzeugen. Und vor allen Dingen hätte man mit dem ehemaligen Leverkusener eine Variante für die nächsten 4, 5 Jahre. Und das wäre sicherlich ein großer, großer Vorteil. Eine zweite Nummer, die ich auf dem Zettel hätte, wäre Kenny Tete. Ein sicherlich eher unbekannter Spieler für euch. Ich kenne ihn persönlich noch, vielleicht auch viele von euch, noch aus seinen Zeiten bei Ajax Amsterdam. Dort galt er mal als wirklich Riesentalent auf der Rechtsverteidigerposition, ist dann überraschenderweise auch durchaus zu Olympique Lyon gegangen. Damit hat man nicht wirklich gerechnet, weil auch wirklich eher Spitzenclub ist, wie damals Man United vor 2, 3 Jahren an ihm interessiert waren. Aber Fakt ist, seine Karriere ist noch lange nicht gescheitert. Er ist immer noch ein junger Spieler und ist mit 24 Jahren natürlich auch noch entwicklungsfähig. Und das könnte vielleicht auch was sein für den FC Schalke 04. Denn als Niederländer, Schalke, das kennen wir ja von Huntelaar, von vielen Zeiten auch zuvor, das passt eigentlich immer. Und er hat halt auch gerade mal einen Marktwert von 5,5 Millionen. Also, der wäre sicherlich auch durchaus bezahlbar. Und es gibt auch keinen Interessenten. Also, ich habe noch kein Gerücht über Kenny Tete gehört. Er hat bei Lyon mega, wirklich mega Konkurrenz auf seiner Rechtsverteidigerposition mit Raphael und mit Dubiot. Das sind zwei starke Rechtsverteidiger, die etwas höher sind, sicherlich aktuell anzusiedeln als Kenny Tete. Aber der Junge hat immer noch Potenzial. Und wenn die Schalke vielleicht per Leihe bekommt plus Kaufoption oder für einen Kauf für, weiß nicht, 4, 5 Millionen, dann kann man sicherlich nicht viel falsch machen. Und auch mit ihm hätte man einen jungen Spieler, der in den nächsten Jahren dort spielen kann. Und ein letzter Kandidat, den kennt ihr alle, das ist Danny Da Costa von Eintracht Frankfurt. Vielleicht etwas überraschend, dass der in dieser Liste auftaucht, aber er hat ja seinen Stammplatz bei Frankfurt aktuell verloren. Seit der Systemumstellung auf 4-4-2 oder 4-2-3-1, wie sie auch immer spielen, hat er keinen Stammplatz mehr. Er ist Rechtsverteidiger, aber natürlich mit einem ordentlichen Offensivdrang. Und das spielt aktuell einfach Almami Touré als
sozusagen normaler Rechtsverteidiger ohne den enormen Offensivdrang einfach besser. Und deswegen sitzt da Costa aktuell nur noch auf der Bank. Er galt ja mal als neuer deutscher Nationalspieler vor einem Jahr, wurde darüber auch gehandelt, weil er halt eben da so stark war als Rechtsaußenverteidiger oder als wirklich ja rechter Mittelfeldspieler fast sogar. Mittlerweile ist das alles natürlich ein bisschen abgeklungen, aber er hat sicherlich noch das Potenzial dazu und könnte Schalke wirklich auch nochmal auf eine neue Rechtsverteidiger-Ebene heben. Ich würde ihn jetzt nicht über Jonjo Kenny stellen, aber es wäre auf jeden Fall kein Verlust, kein sportlicher Verlust, wenn man Kenny durch Da Costa austauschen würde. Könnte aber natürlich auch relativ schwierig werden, ihn zu verpflichten. Er hat einen Marktwert von 8 Millionen, klar, nochmal niedriger als Hendricks, aber ich glaube nicht, dass Frankfurt wirklich auch weniger fordern wird. Da könnte vielleicht dann auch, wenn überhaupt, eine Leihe plus Kaufoption eine Option sein. Aber Danny Da Costa könnte ich mir halt wirklich vorstellen, denn wenn sich seine Lage nicht bessert, wenn auch Adi Hütter mit einer Viererkette plant, dann sieht es stark nach Amami Touré als Stammspieler aus. Und dann wird Danny Da Costa nur die Bank hüten. Und weil er eben so nah dran war im letzten Jahr in der deutschen Nationalmannschaft, zumindest was man so hört, ja, wird er sicherlich jetzt auch noch das Ziel haben, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder zu spielen. Spielt Schalke europäisch, wäre das auch sicherlich eine Option, die gar nicht mal so unrealistisch ist. Aber für mich von diesen Rechtsverteidigern könnte wirklich Kenny Tete der sein, der am besten passt. Kommen wir nun zum Innenverteidiger. Und da wird Malang Sarr jetzt schon aber so richtig gehandelt auf Schalke. Also er will ja die OGC Nizza im Sommer verlassen. Sein Vertrag läuft aus, das steht fest. Es gibt mehrere Interessenten, auch aus der Bundesliga, wie Leverkusen, Gladbach oder auch Leipzig, ebenso Neapel aus Italien. Aber gestern entstand ein Bericht aus Frankreich, dass wohl Schalke die besten Karten hat. Also Schalke bemüht sich auch wohl tatsächlich um, ja, Malang Sarr hat auch gute Karten in diesem Poker und könnte wirklich zuschlagen. Und das wäre ein Transfer-Coup. Also das wäre wirklich Wahnsinn, wenn sich Schalke Malang Sarr schnappen könnte. Sein Vertrag läuft aus, sprich ablösefrei zu haben. Er ist ein junger Spieler, ein Franzose, Linksfuß für die Innenverteidigung, kann dann auch noch Linksverteidiger spielen. Und genau das ist ein Argument, was wirklich sehr, sehr stark ist für Malang Sarr. Erst einmal kann man ihn wirklich bekommen, muss man zuschlagen. Aufgrund der Vertragssituation, aufgrund der aktuellen sportlichen Lage, wäre er auch nochmal möglicher Nachfolge für Jean-Claire Todibaut. Und man könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Man sucht ja noch einen neuen Linksverteidiger, falls Juan Miranda gehen sollte. Und dann hätte man mit Malang Sarr auch direkt ein Backup für Basti Ochipka, weil eben auch Sarr Linksverteidiger spielen könnte. Das wäre wirklich ein Transfer. Wenn den Michael Reschke eintüten könnte, das wäre schon richtig, richtig stark. Gehen wir weiter auf die von mir angesprochene Linksverteidigerposition und dort habe ich jetzt zwei Namen für euch. Also wundert euch nicht, wenn ich gesagt habe, 7 Spieler. Es sind insgesamt 7 Positionen und wirklich auch 4 spezifische Spieler, aber 3 Positionen, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger und Stürmer, wo wir einfach mehrere Namen haben, die halt auch alle Sinn ergeben könnten. So, Linksverteidigung. Da war Basti Ochipka als Stammspieler, hat sich in diesem Jahr nochmal enorm gesteigert unter David Wagner. Deswegen finde ich, braucht man, wenn überhaupt, nur ein Backup. Man sucht also einen Spieler, der günstig zu haben ist, der sich aber mit der Reservistenrolle zufrieden gibt. Schwierig. Halte ich auch nicht für möglich, dass man dort den perfekten Kandidat findet. Bei Juan Miranda hat es ja auch nicht geklappt. Als junger Spieler will er natürlich spielen, muss er auch spielen. Und es sieht ja auch aktuell sehr, sehr stark danach aus, dass Miranda Schalke im Sommer wieder verlassen wird. Bleibt er, hat man kein Problem, ist man Linksverteidigung auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe jetzt mal zwei Kandidaten rausgesucht, die ein bisschen darüber hinausgehen, über diese Reservistenrolle. Und da hätten wir zum einen den Rückkehrer Sead Kolasinac. So, jetzt ist er da. Also kleine Problem hier am Bildschirm. Also Sead Kolasinac, ja, ihr habt richtig gehört. Mein Vorschlag vom FC Arsenal ist dort nicht gesetzt, kann sich nicht durchsetzen gegen Tierney und er wäre vielleicht sogar im Sommer verfügbar, was erstmal eine Leihe angeht. Also ein Kauf halte ich für ausgeschlossen. Das ist in diesem Sommer auf jeden Fall nicht möglich. Vielleicht Leihe plus Kaufoption, dann wäre ein Kauf möglich. Aber ich halte gar nicht mal für so ausgeschlossen, dass man sich zumindest nach ihm informiert. Natürlich wäre er Minimum ein Konkurrent für Ochipka, wenn nicht sogar direkt ein Upgrade. Aber ihn würde ich zumindest mal mit auf diese Liste packen, dass er sicherlich eine durchaus interessante Option als neuer Linksverteidiger wäre. Die wäre aber auch Aaron Martin. Ich denke mal, alle Bundesliga-Fans von euch kennen ihn vom 1. FSV Mainz 05, Linksverteidiger. Spanier hat durchaus das Potenzial, auch nochmal ein, zwei Stufen sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube sogar, dass er wirklich gut zum FC Schalke 04 passen könnte. Als Fußballer, als Mensch. Auch eben auch in vielleicht 2, 3 Jahren oder in 2 Jahren dann als Nachfolger für Basti Ochipka, wenn er dann so langsam auch vielleicht seinen Stammplatz verlieren wird. Wie gesagt, auch er ist jetzt nicht der typische Backup für Ochipka, den werden wir in diesem Video auch nicht finden. Aber er wäre eine gute und auch relativ günstige Möglichkeit, denn er hat einen 10,5 Millionen Marktwert. Bei Mainz ist er nicht mehr gesetzt. Vielleicht kriegt man ihn für vielleicht 7, 8 Millionen, vielleicht noch mit Leihe. Und dann hätte man wirklich einen guten Linksverteidiger auch für die nächsten Jahre. Für mich gibt es auf der Linksverteidigerposition verschiedene Szenarien, die vielleicht auch noch mehr Sinn machen würden. Also, Miranda bleibt, aber kein Problem, ist alles geklärt. Man könnte aber auch ein Talent aus der eigenen Jugend hochziehen. Da habe ich jetzt aktuell so keinen Namen im Kopf, der Linksverteidiger wirklich Potenzial hat. Könnte man, wie gesagt, hochziehen und als Backup für Ochipka nutzen.
wie es auch hätte Jonas Kals tun können im letzten Sommer. Aber gut, darüber können wir nochmal bald sprechen. Kolasinac unwahrscheinlich, wäre aber sportlich natürlich extrem gut. Aaron könnte vielleicht durchaus sogar passen. Was natürlich dann die kostengünstigste und schon die beste Möglichkeit wäre, die hatten wir schon besprochen, wäre mal langsam. Wir holen uns einen Innenverteidiger, der auch Linksverteidiger spielen kann. Zwei Fliegen mit einer Klappe, das wäre für mich die beste Möglichkeit. Kommen wir ins zentrale Mittelfeld und dort gibt es zwei Spieler, über die wir sprechen müssen. Ihr seht ihn gerade schon, Sebastian Vassiliadis. Für mich ist er ein möglicher Kandidat fürs Mittelfeld, für die Breite. Erreicht Schalke die Europa League, kann er sicherlich ein Kandidat werden. Er spielt aktuell bei Paderborn, spielt eine richtig gute Saison, ist ein offensiv wuchtiger Achter, der auch als Sechser spielen kann. Sehr, sehr stark in der Balleroberung, im Spiel auch nach vorne. Glänzt jetzt nicht durch seine Tore oder etwaiges, aber ist halt wirklich enorm laufstark. Und das könnte auch so ein Argument sein, was für Schalke spricht. Vassiliadis steht auch auf dem Zettel bei anderen Bundesligisten wie Borussia Mönchengladbach, auch Werder Bremen wurde mal genannt. Er wäre sicherlich ein Kandidat auch für die Breite und in den nächsten Jahren vielleicht auch ein möglicher Nachfolger für vielleicht zur Zerda oder West McKennie. Sollte Schalke die Europa League erreichen und Paderborn absteigen, glaube ich, könnte man dort einen wirklich guten Deal einfädeln. Ein Spieler, der ablösefrei zu haben ist und auch noch mit Schalke in Verbindung gebracht wird, ist Kevin Stöger. Über ihn haben wir schon so ein bisschen in den Kommentaren auch gesprochen, dass er ja ein Kandidat auf Schalke ist. Und ich finde, kann man ihn bekommen, muss man auch zuschlagen. Sein Vertrag läuft aus, ablösefrei zu haben, er kennt die Bundesliga, er kennt auch so ein bisschen das Umfeld, weil er in Düsseldorf lebt, spielt und wohnt. Deswegen kann er auch dort wohnen bleiben, sicherlich auch nochmal ein kleiner Vorteil, immer wenn Schalke solche Spieler haben möchte. Und vor allen Dingen kennt ihn auch Jochen Schneider noch aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten. Seine sportliche Qualität ist für mich unbestritten. Kann man so einen Spieler wie Stöger ablösefrei bekommen, muss man eigentlich zuschlagen. Fakt ist aber auch, er ist enorm verletzungsanfällig, auch deswegen platzte er im letzten Sommer seinen Wechsel zu AS Rom, weil er sich das Kreuzband riss. Aber daran sehen wir auch schon so ein bisschen, Rom hatte Interesse, sprich auch internationale Topclubs haben ihn durchaus auf dem Zettel. Und deswegen wäre das für Schalke schon wirklich ein richtig starker Transfer. Ich glaube sogar auch, dass es durchaus möglich ist. Stöger möchte den nächsten Schritt, er will aber auch viele Spiele machen, er will international spielen. Schalke könnte ihm das alles bieten. Erreicht man die Europa League, gibt man ihm so ein bisschen die Perspektive, vielleicht auch in einem Jahr möglicherweise Amina Ried zu beerben auf der Zehnerposition. Gibt man ihm so ein bisschen diese Möglichkeiten. Ich glaube, dann hat man auch wirklich gute Karten. Und wenn man ihn bekommen kann, Kevin Stöger ablösefrei, dann muss man auf jeden Fall in diesem Sommer zuschlagen. Jamie Leveling, ein Spieler, der dir vielleicht nicht ganz so viel sagt, mir persönlich auch noch nicht. Ich habe ihn eigentlich erst richtig kennengelernt, seitdem er wirklich auch bei Schalke 04 als Gerücht gehandelt wird. Und es ist wohl auch schon mehr als ein Gerücht. Sprich, auf Schalke spricht man über Jamie Leveling, ein Youngster von Greuther Fürth, bislang 4 Torbeteiligungen in seinen ersten 15 Profispielen. Ausbaufähig, ja, aber eigentlich als wirklich sehr, sehr junger Spieler, der seine erste Profisaison absolviert, ist das schon eine gut, wirklich, wirklich auch gute Quote, die er dort hat. Schalke hat ihn auf dem Zettel, ist auch durchaus bereit, diesen Transfer zu finanzieren. Sprich, man hat nicht viel Geld, aber das wäre auf jeden Fall stemmbar. Jamie Leveling will sich das ganz genau überlegen. Er kann sich das auch durchaus vorstellen, aber er weiß halt auch, er braucht viel Spielpraxis und deswegen glaube ich, wäre der Schritt im Sommer zu Schalke zu groß. Wir haben schon ein bisschen in den Kommentaren über auch Jamie Leveling gesprochen. Ihr habt viel darüber geschrieben, dass er zu Schalke kommen könnte. Ich glaube, wenn Schalke wirklich Interesse hat, wird man ihn vielleicht verpflichten im Sommer, dann aber möglicherweise auch erst nochmal ein Jahr verleihen, weil man ja zum Beispiel auch bei Cedric Teuchert gesehen hat, wenn man einen jungen Spieler aus der zweiten Liga holt und ihm nicht wirklich viel einer Zeit bringen kann, dann macht es auch nicht wirklich viel Sinn. Deswegen, er ist auf der Liste, ja, für den Sommer vielleicht ein Kandidat für nächste Saison bei Schalke zu spielen. Eher nicht. Und nun kommen wir zur letzten großen Position beim FC Schalke 04, wo man schon seit Monaten nach einem neuen Spieler sucht. Und das ist die Stürmerposition. Wir sehen hier Michael Gregoritsch. Er ist im Winter von Augsburg ausgeliehen worden, konnte in seinem ersten Spiel überzeugen gegen Gladbach, danach leider nicht mehr. Es sieht sehr, sehr stark danach aus, dass er nach Augsburg zurückkehren wird und Schalke im Sommer wieder auf Stürmersuche gehen wird. Fakt ist, man hat, wenn man mit Doppelspitze spielt, mit Raman, Kutucu, Burgstaller und Matondo, 4 wirklich gute Möglichkeiten. Man will aber doch nochmal so einen richtigen Neuner, so einen richtigen Torjäger. Und das sind die 4 Spieler, die wir bislang haben, nicht wirklich. Dort gibt es mehrere Kandidaten oder dort gab es mehrere Kandidaten. Aktuell ist das wieder ein bisschen abgeflacht, denn die Stürmerposition hat keine Priorität. Und das ist für mich auch richtig. Für mich ist Rechtsverteidigung viel, viel wichtiger, Linksverteidigung als ein Backup zu finden, möglicherweise auch noch eine weitere Alternative ins Mittelfeld zu bekommen. Was die Kreativität angeht, ist alles wichtiger als die Stürmerposition. Trotzdem habe ich mir jetzt mal 2 Namen rausgesucht, die durchaus Sinn ergeben könnten. Und das wären auch durchaus 2 Spieler, die schon gehandelt wurden auf Schalke. Zum einen Mariano Diaz, zum anderen Nikola Kalinic. Mariano Diaz, aktuell bei Real Madrid unter Vertrag, ist gerade mal 24 Jahre und hat schon relativ viel erlebt und ist auch wirklich ein Torjäger. Also der könnte wirklich gut passen. Schalke hat auch schon im letzten Sommer Interesse gehabt. Der Wechsel wurde nichts. Vielleicht, wenn man es jetzt nochmal probieren mit der Europa League, hätte man sicherlich auch gute Argumente auf der Seite, Real zu überzeugen. Weil Nikola Kalinic ein ganz anderer Spieler oder Spielertyp ähnlich. Auch er ist ein Torjäger, relativ groß gewachsen.
aber er ist halt auch schon 32 Jahre alt. Aber er wäre vielleicht etwas für den Übergang, dass man ihn im Sommer ausleiht als weitere Sturmalternative. Und dann könnte Kutucu noch ein Jahr reifen, bevor er eben dann auch komplett zum Stammspieler reift. Oder dann auch wirklich bereit ist zum Stammspieler. Das wären jetzt so meine zwei Stürmerkandidaten, die Schalke 04 holen könnte, die aber beide auch wirklich, wenn überhaupt, nur auf Leihbasis zu bekommen wären. Abschließend können wir sagen, dass Schalke 04 neue Spieler benötigt, aber halt auch sehr, sehr viel von einer möglichen Europa League Quali abhängt und von möglichen Abgängen. Wenn man ablösefrei Spieler bekommt wie Kevin Stöger oder Malang Sa, hätte man schon zwei Positionen enorm stark bekleidet. Einmal das zentrale Mittelfeld, sprich die Kreativitätszentrale, zum anderen die Verteidigung, Innenverteidigung, respektive Linksverteidiger, Backup. Und dann bräuchte man für mich nur noch, sollte man John Kenny nicht halten können, einen neuen Rechtsverteidiger. Der Kader ist gut, der Kader hat mega Potenzial. Man muss nicht auf Biegen und Brechen 5-6 Spieler holen. Das braucht man nicht. In diesem Sommer erst recht nicht, weil man nicht viel Geld hat. Man braucht es einfach nicht. Wir haben dann einen neuen Rechtsverteidiger, den brauchen wir auf jeden Fall, ob es da Costa wird, ob es Henrichs wird oder mein Favorit, Kenny Tete, das wird man sehen. Man hätte mit Malang Sa einen flexiblen Innenverteidiger, der auch links spielen kann, damit wäre man defensiv sehr gut aufgestellt. Man hätte mit Kevin Stöger einen weiteren Zehner, wenn man Stambouli behält, hätte man auch auf der 6 genug Alternativen und im Sturm könnte man Ahmed Kutucu sein gesamtes Vertrauen geben und er könnte sich vielleicht auch dann im nächsten Jahr zum absoluten Schlüsselspieler entwickeln. Das wären meine Transfervorschläge. Wir haben 7 Positionen besprochen. Es waren etwas mehr als 7 Spieler, aber ihr wisst genau, wie ich das meinte. Und jetzt seid ihr gefragt. Was findet ihr? Wo muss Schalke nachlegen? Wen könnte Schalke holen? Und vor allen Dingen, wie viel Geld hat Schalke wohl im Sommer zur Verfügung? Das alles können wir gerne in den Kommentaren diskutieren. Und ich würde sagen, ja, auf meinen Zettel sind wir jetzt durch. Macht's gut, ciao und bleibt am Ball.